Guten Tag. Hallo Matthias, grüß dich. Hallo Nils. Was hältst du davon? Wir machen eine kleine Tour hier. Coole Idee. Bei dem Wetter eine kleine Rikscha-Fahrt. Finde ich eine Rikscha-Fahrt? Frag was? Wie kommst du jetzt darauf? Das war nicht abgesprochen, oder? Ach so, nein, überhaupt nicht. Okay, los geht's. Also ich habe mir das schon immer gewünscht, eine Rikscha-Tour zu machen. Ich war wahrscheinlich immer zu geizig oder wir waren zu viele Leute, keine Ahnung. Ja, das kann sein. Ne? Da kämen nur zwei rein. Ja. Am Münchner Fischbrunnen war wahnsinnig viel los. Wir hatten überhaupt keine Zeit, uns eigentlich richtig vorzustellen. Nils Behlicht ist dein Name, das weiß ich. Ja. Und du arbeitest für Yelp. Genau, yelp.de. Da hört es aber bei mir auch schon auf. Ja. Was ist denn das? Ja, Yelp ist eine Webseite, wo Münchner tolle lokale Geschäfte entdecken können. Und es funktioniert so, dass Münchner über das, was sie in der Stadt erleben, schreiben. Also sie gehen in Restaurants, sie gehen einkaufen, sie gehen vielleicht in ein Fitnessstudio zu einem Arzt, etc. etc. Und darüber schreiben sie Berichte. Und diese Berichte kann man dann bei uns auf der Webseite suchen, also bestimmte Schlüsselwörter eingeben, wie zum Beispiel Pizza oder ich suche eine Schraube, ne, und gebe Schrauben ein. Eine Schraube? Ja, ich suche Schrauben. Okay. Ja, wo kriegt man in der Innenstadt Schrauben? So, ja, ist schon ein Problem, ja. Ja, das wird besonders hier unseren Fahrer interessieren. Der wird sich auch die eine oder andere Schraube mal lockern. Genau. Ja, wir haben keine Schraube locker, nee, sondern wir machen einfach weiter. Ich sehe ja schon, habt ihr was wie ein Logo hier auch auf dem T-Shirt? Genau. Ne? Yeah. Das ist ein Burst. Ein Burst. So zeichnen japanische Comiczeichner, wenn etwas raus explodiert irgendwo. Und ja, das ist so ein bisschen unser Motto, so unser Logo, dass wir, wenn du was Tolles entdeckst, dann schreist halt einfach raus. Ja? Erzählst den anderen, teilst anderen mit, so dass andere auch davon profitieren können. Und das hat sich so ein bisschen als unser Motto hier. Okay. Ups. Yelp, aber hört sich ja nicht so sonderlich deutsch an. Wenn du sagst Yelp.de, erinnere mich irgendwie an Help. Ja. Wo kommt das her? Was ist, ja, das war, Google war leider schon belegt. Da musste man einen anderen Namen nehmen. Nein, aber es hat keinen speziellen Begriff oder keine besondere Bedeutung. Es kommt 2005 gegründet in San Francisco. Und ja, zu Anfang war es wirklich eine ganz lokale Seite in San Francisco. Und dann hat man nach und nach eine Stadt nach der anderen entwickelt. So, und jetzt sind wir auch in Deutschland seit letztem Herbst und fangen jetzt an, immer mehr auch hier um uns zu greifen sozusagen und bekannter zu werden. Und immer mehr Leute nutzen halt unsere Seiten, um tolle lokale Geschäfte zu finden oder sich auch mit anderen Leuten zu treffen. Okay, also ist es nicht nur online, auch Offline-Community? Ja, genau. Also ich denke, das ist auch eine Spezialität, die Yelp sicherlich hat, dass wir einfach nicht nur online irgendwie eine nette Webseite haben oder uns nur als Website-Provider irgendwie verstehen, sondern wir organisieren unheimlich viele Events, wir sorgen dafür, dass Leute zusammenkommen und dass wir so diese Online-Welt und die Offline-Welt eben miteinander verbinden. Und dazu gibt es verschiedene Sachen, die wir machen. Also ganz lockere Treffen, wie so vielleicht sowas wie ein Dinner Club, wo man pro alle zwei Wochen ein neues Restaurant ausprobiert. Und es gibt auch sogenannte Elite-Events, wo die Elite-User, das sind die, die wirklich so ein bisschen so der leuchtende Stern in der Community sind, die tolle Berichte schreiben, sehr vertrauenswürdige Berichte, konstruktiv, selbst wenn sie mal eine schlechte Bewertung abgeben, aber einfach irgendwie erklären, worum es geht. Und für die machen wir noch spezielle Events, die so alle 4 bis 6 Wochen stattfinden. Okay. Verstehe. Und ja, ich meine, irgendwie müsst ihr das ja auch finanzieren. Und da habe ich natürlich auch keine Ahnung von, wie verdienen denn jetzt die Yelp-Mitarbeiter und Yelp, die Firma, ihre Brötchen? Ja, also wir bieten lokale Werbung an. Das kann man sich so vorstellen, dass man einen Suchbegriff eingeht und dann werden ja verschiedene Geschäfte gezeigt. Und da gibt es dann gesponserte Links auf der einen Seite und wir bieten auch Brand Advertisement an. Das sind diese Banner, die man oben oder an der Seite ab und zu sehen kann. Wobei wir in Deutschland mindestens noch dieses Jahr werbefrei bleiben werden. Okay. Haben denn die werbezahlenden Kunden Einfluss auf die Reviews und Nein. auf die Beiträge? Nein, das ist wirklich genau der Inhalt oder das, was wir unserer Seite ausmacht, sind der Bewertungen von Usern. Und wenn die jetzt anbieten würden, ja, mach eine Werbeanzeige und dann kriegst du irgendwie 5 Sterne, dann wäre die Seite innerhalb von wenigen Wochen tot. Und Yelp haben dafür auch ein Gespür sofort, wenn irgendwie etwas künstlich wirkt oder so. Das kann man also total vergessen. Und wir würden es auch nie von unserer Seite aus anbieten. Also man kann es nicht beeinflussen. Und die Suchreihenfolge entscheidet bei uns ausschließlich der User. Also nach Entfernung, wie teuer ist es, was ich, wie viel Geld würde ich heute Abend vielleicht ausgeben, wenn ich eine Pizza essen gehe, eher weniger oder mehr. Und dann kann ich natürlich die Suchreihenfolge dementsprechend beeinflussen. Okay. Und ihr habt jetzt ein paar Städte abgedeckt hauptsächlich? Ja. Also nicht die Hallertau oder Nein. das Donaudelta, sondern ihr geht ganz gezielt in... Das sind alles sehr, sehr schöne Regionen, aber wir konzentrieren uns auf ganz bestimmte Märkte. Das sind bei uns Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt.
Frankfurt in München in Deutschland. Aber es gibt uns auch in anderen Ländern natürlich. Neben den USA sind wir auch in UK, Irland. Was mich jetzt interessieren würde, hauptsächlich in Städten hier, also München, Berlin und so weiter, habt ihr dann nochmal lokale Community Manager, die das betreuen? Ja, es gibt in jeder Stadt jemanden, der sich um die Community kümmert. Das sind Angestellte und Mitarbeiter von Yelp. Das ist ein Community Manager, der eben unter anderem online die Seiten betreut, Fragen von Usern beantwortet, Events organisiert und vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Yelper untereinander viel Spaß haben. Ja, hier sind eine Menge Läden, Gastronomiebetriebe, Einzelhandelsgeschäfte. Was hat denn der Tante-Emma-Laden um die Ecke in Pasing von Yelp? Ja, also er kann sich bei uns kostenfrei eine Online-Präsenz erstellen. Das heißt, sein Geschäft selber ist wahrscheinlich schon drin oder der Tante-Emma-Laden wird schon drin sein. Aber man kann dann als Geschäftsbesitzer sich einen kostenlosen Account freischalten, eigene Bilder hochladen, Sonderangebote erstellen, sogenannte Check-in-Offers. Also wir haben ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Mobile-App. Und jemand, der reinkommt, checkt sich ein und kriegt dann vielleicht, wenn er zwei Zeitschriften kauft, noch einen Kaffee dazu. Also so, das wäre zum Beispiel ein Angebot, das man dort erstellen kann. Okay, cool. Ja, cool. Also mir hat es jedenfalls gefallen. Ich kann das nur empfehlen. München, Rikscha fahren. Heißt das hier überhaupt Rikscha in München oder? Rikscha. Sagt auch Rikscha. Gut. Bayerisch könnte man ja anregen. Rikscha. 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 Hey, ist aber echt eine nette Fahrt. Das ist zum Beispiel auch ein lokales Business, ja, das man unterstützen kann. Und ich weiß nicht, müssen wir mal schauen, ob die schon auf den Seiten drauf sind. Aber ja, und dann checkt man sich ein und dann kriegt man eine extra Runde umsonst zum Beispiel. Okay, na cool. Zu Wiesen.